Hallo, heute versuchen wir alle Stages in Pet Simulator X freizuschalten und wir fangen jetzt mal direkt an. Wir unlocken jetzt hier diese Stage, Leute. Wir haben diese Stage geschafft und da hinten ist die nächste Stage und die kaufen wir uns jetzt auch einfach mal direkt und kaufen, ja. So, und was haben wir da vorne? 16 Millionen, Leute. Das kaufen wir uns auch direkt. So, kaufen, ja. Und da hinten 50 Millionen. Das kriegen wir auch noch hin. Gar kein Problem für uns. Und kaufen. Ja, die haben wir auch noch geschafft. So, und jetzt haben wir hier die nächste Stage hier für 250 Millionen, Leute. Okay, dafür müssen wir hier ein bisschen arbeiten. Aber das kriegen wir auch hin. Leute, ey, wir bauen jetzt hier die Riesentruhe ab. Boah, was da wohl alles drin sein wird. Oh mein Gott, und wow, alter Schwede, hier ist ja so viel rausgekommen. Ich glaube, die bauen wir direkt nochmal ab, Leute. Die bauen wir direkt nochmal ab, ey. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey, wie viel kam denn da raus? Wir haben jetzt 500 Millionen Coins. Und schon wieder, oh, heftig, ey. Wir haben jetzt 1 Milliarde Coins. Okay, Leute, die bauen wir jetzt hier noch ein paar Mal ab. Die bauen wir jetzt hier noch ein paar Mal ab. Und dann können wir wieder so durch die Stages rushen, Leute. Dann bauen wir so viele Stages ab. So, Leute, und jetzt kaufen wir uns diese Stage für 250 Millionen. Und kaufen, Leute, kaufen. Oh, krass. Oh mein Gott, jetzt können wir ja hier irgendwie in so eine Rakete rein. Fantasy World. Oha, und? Wo wären wir denn jetzt hin teleportiert? Oh mein Gott. Fantasy World? Oh, hier gibt's ja wieder alles. Oh, Leute, wir brauchen jetzt andere Coins, Leute. Wir brauchen andere Coins, dann bringen wir die ja gar nichts mehr. Ich würde sagen, dann baue ich hier noch ein paar Sachen ab und dann sehen wir uns sofort wieder. Okay, diese Kiste noch und so, die ist abgebaut, Leute. Wir haben jetzt genug Coins, um hier diese neue Stage freizuschalten und kaufen. Oh, 5 Pet-Slots haben wir jetzt? Oh mein Gott, Alter, 5 Pet-Slots? Und jetzt sind hier irgendwelche, okay, Portale? Okay, zu irgendeiner Island? Für, 85.000 Fantasy-Coins, okay. Und hier? 525.000. Oh mein Gott, okay, Leute, ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Sachen abbauen. Aber das ist für uns gar kein Problem. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach nochmal. Okay, wir bauen das hier jetzt noch ab. So, und dann können wir uns die neue Welt kaufen. So, Leute, wir können uns jetzt die neue Welt kaufen. Und kaufen. Wow, jetzt ist das Portal aufgegangen. Und jetzt gehen wir da mal durch. Wow. Oh mein Gott, wir haben hier einen Tempel. Und wir haben hier jetzt irgendwie so neue Coins. Oh mein Gott. Ah, das sind immer noch die. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da oben rauf. Und dann bauen wir mal die große Truhe, die bauen wir jetzt mal ab, Leute. Die bauen wir mal ab. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist, Leute. Okay, einmal abbauen. Und, okay, haben wir jetzt dafür irgendwas gekriegt? Oh, ich glaube, ich bin in der Truhe drin. Ich glaube, ich bin in der... Wow, ich bin in der Truhe drin. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Legend? Was ist das denn? Diamonds Triple Coin Boost. Was gibt's hier denn, Leute? Was gibt's hier denn? Ich verstehe gar nicht mehr, was abgeht. Wir haben schon wieder so viele Coins, dass ich hier wieder zurückgehen kann. Aber wo war denn der Ausgang, Leute? Wo ist der Ausgang, Leute? Oh mein Gott, bin ich hier gefangen? Bin ich hier gefangen? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang, Leute? Ist der Ausgang hier? Wo ist der Ausgang, Leute? Nein! Nein, ich will wieder zurück! Ich will wieder zurück! Ah, Leute, ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Das hier ist der Ausgang. Okay. Puh, das war aber knapp, Leute. Das war aber richtig knapp. So, okay. Samurai Island für 525.000 Coins, Leute. Okay, ich glaube, dann müssen wir doch nochmal zurück. Dann müssen wir doch nochmal zurück. Und dann müssen wir hier, ich würde sagen, wir sammeln hier jetzt mal so ein bisschen was ein. Da kriegen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Coins, als wenn wir da oben die ganze Zeit was abbauen. Weil der eine ja so gut ist, kriegt er die ganze Zeit die anderen Coins. Okay, hier will jemand mit Train. Okay, ich würde sagen, ich biete den mal. Was hat der denn für ein Pet? Was hat der denn für ein Pet? Okay, da gebe ich, glaube ich, alle meine Pets zu. Ready.
Macht er das? Macht er das? Das wär... Oh nein, er hat abgelehnt. Oh mein Gott. Oh nein. Okay, dann müssen wir hier doch noch ein paar Sachen abbauen hier. Okay, Leute, und kaufen. Und 525 und... Ah, eine neue Welt. Oh, die ist ja cool. Das ist ja so eine japanische Welt. Wow, das ist ja voll cool. Das ist ja voll cool, Leute. Und jetzt kaufen wir uns die nächste Island. Hier, 3,5 Millionen Fantasy Coins und kaufen und reingehen. Wow, das ist ja eine richtige Süßigkeitenlandschaft. Eine richtige Süßigkeitenlandschaft. Wow, das ist ja voll cool. Ich würde sagen, die erkunden wir mal. Und wow, hier gibt es ja eben eine grüne Chest, okay? Okay, Leute, ich bin hier die ganze Zeit am Farmen, um noch mehr Level freizuschalten. Ich habe von richtig vielen coolen Abonnenten, zum Beispiel wie It's David, schon richtig coole Pets geschenkt bekommen. Und jetzt habe ich so viele Pets hier, aber die kann ich gar nicht alle equippen. Und das dauert immer so lange, hier diese Chest abzubauen. Und deswegen kaufe ich mir jetzt 15 Pets equipped für 2199 Robux. You need to buy the 8 pets equipped pass first, okay? Dann kaufen wir den hier mal. 350 Robux und kaufen und ich habe das jetzt gekauft, Leute. Ich habe das jetzt gekauft hier. Okay, jetzt kann ich 8 pets equippen. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, Leute. Jetzt kann ich so viele Pets equippen. Okay, ich glaube, ich brauche diesen 15 Game Pass gar nicht, weil ich hier jetzt schon so viele Pets equippen kann. Und ey, das ist ja so cool. Das ist ja so cool. Jetzt geht das ja so viel schneller. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich hier wieder in der Chest drin. Und jetzt kaufen wir die Haunted Island. Und kaufen. Und wow. Au, heftig, ey. Das ist ja eine richtige Halloween-Map. Wow, cool. Und wir können hier neue Coins abbauen. Wow. Und hier gibt's eine Halloween-Chest. Wow. Die ist ja noch größer. Wow. So, Leute. Und jetzt kaufen wir die Hell Island, Leute. Und kaufen und rein und... Wow. Leute, wir sind hier jetzt in der Hölle. Wir sind hier jetzt in der Hölle und hier gibt es zwei neue große Chests. Ha. Wow. Und jetzt bauen wir hier die Hell-Chest ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird hier die Hell-Chest abgebaut, Leute. Die Hell-Chest wird abgebaut und dann können wir uns gleich die nächste Island können wir uns dann kaufen. Oh mein Gott. Nur noch 10. Wow. Ah, oh mein Gott, wie viele Coins gibt's denn hier? Wow. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Okay. Und jetzt ab zur Island-Übersicht hier. Und da holen wir uns jetzt. Hier holen wir uns jetzt die letzte Island. Wuhu. Und kaufen. Und rein damit. Und. Wow, das ist die Haven. Hier sind wir im Himmel, Leute. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, wir sind hier einfach im Himmel. Oh mein Gott. Und da hinten geht's noch weiter. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Jetzt bauen wir die Haven Chest ab. Die Haven Chest. Dann haben wir 650 Millionen Fantasy Coins. Und für 777 Millionen können wir die letzte Stage hier freischalten. Das wird so cool. Und wir haben jetzt sofort diese Chest hier abgebaut, Leute. Wir haben ja diese Chest abgebaut sofort. Und dann können wir in die nächste Stage gehen, Leute. Oh mein Gott. Was wird sich wohl dahinter befinden? Da ist so eine Riesenchest ist da, Leute. Da ist so eine Riesenchest. Oh mein Gott, ey. Was wird wohl in dieser Riesenchest drin sein, wenn in dieser hier schon so viele Fantasy Coins drin sind? Und wow, wie viele Coins sind denn hier rausgekommen? Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt mehr als genug Coins, um hier diese Stage freizuschalten, Leute. Wir schalten jetzt diese Stage hier frei und kaufen und wir haben diese Stage hier gekauft, Leute. Wir haben diese Stage hier gekauft und hier gibt's jetzt diese Ultra-Riesenkiste, diese
für 500 Billionen Coins. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier gibt es ja so viele. So, Leute, wir sind hier gerade bei der Haven Chest. Und mir hat hier gerade ein voll netter Abonnent, ein voll netter Zuschauer, hat mir gerade die richtig heftigen Pets geschenkt. Also, die ganzen Pets, die ihr hier alle seht, also die kommen eigentlich fast alle von irgendwelchen ultra netten Zuschauern, Leute. Also von Zuschauern wie ihr. Und ohne euch hätte ich das auf jeden Fall jetzt nicht geschafft. Ich equippe hier jetzt ganz viele Pets. Und mit diesen Pets baue ich jetzt hier diese Truhe ab. Und dann können wir gleich alle zusammen gemeinsam die letzte Welt freischalten. Oh mein Gott, wie schnell geht das denn jetzt? Oh mein Gott, Leute. Und ich weiß, ich habe schon so viel Robux ausgegeben in dieser Folge. Aber jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr aus, Leute. Ich kaufe mir jetzt hier 15 Pets equipped und dann kann ich nämlich noch alle Pets equippen, die mir hier irgendwelche Zuschauer geschenkt haben. Und das kaufe ich jetzt und wow, purchase successfully. Okay, Leute. Okay. 15 Pets equippen. Den equippe ich noch. Und den auch noch. Komm hier. Alle Pets equipped. Oh mein Gott hier. Oh mein Gott hier. Die alle auswählen und alle ran. Wow. Das geht jetzt so schnell, Leute. So, Leute. Und jetzt können wir uns die Tech-Stage kaufen. Oh mein Gott, hier. Für 7,5 Billionen Fantasy-Coins. Und kaufen. Jetzt sind wir in der Tech-Stage, Leute. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, Leute. Und diese Truhe hier. 4,3 Trillionen. Oh mein Gott. Und jetzt fliegen wir zur Tech World. Wir fliegen zur Tech World. Und Leute, wir sind in der Tech World. Oh mein Gott, Leute. Wie cool ist das denn hier? Wow. Und hier kommt man wieder zu Spawn World. Okay. Und dann bauen wir das hier mal ab, ey. Jetzt kriegen wir Tech-Coins. Woohoo. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Schau dir das Video auf der rechten Seite an, wie ich zum ersten Mal Pets Simulator X gespielt habe.